Ich sehe nämlich auch keine Büroklammer. Na egal. Erstmal hinten. Ein Pilz. Käse. Ein Pfeil. Kuchen. Perle. 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 Perle? Perle? Könnte so viel eine Perle sein, Glühbirne. Und eine Muschel. Es fehlt mir eigentlich auch die Büroklammer, aber die finde ich nicht. Gucken wir erstmal weiter. Münzen. Diamant. Parfümflakon. Ich weiß, wie eine Büroklammer aussieht. Aber ich finde auf Teufel komm raus keinen. Okay, ich gehe nochmal durch. Nicht. Ist nicht da. Ich sehe sie nicht. Zeig sie mir. Okay, das war gemein. Da liegt meine Fraps-Zahl drauf. Da liegt meine Fraps-Zahl drauf. Das ist fies. Naja, egal. Kann ich jetzt... Oh, warte, der Geiger. Vielleicht das da. Ja. Wie kriege ich das Bein wieder her? Ah, mit rechts. Ich verstehe. Oh. Nochmal. Ach so. Ist doch richtig, oder nicht?
der Arm passt immer noch nicht. Oh Gott. Aha. Der Arm hoch und der so gerade drüber. Je mehr ich spiele, desto älter... Was? Was? Nein, scheiße. Kann ich es nochmal lesen? Nein. Blöd. Wahrscheinlich je mehr ich spiele, desto älter fühle ich mich oder sowas. So, ein Treibriemen. Ein Bügeleisen. Ein Hufeisen. Ein Zahnrad. Ein Gewicht. Ein Schädel. Eine Pastete. Ein Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist das schlimmste Monster im ganzen Land? Kelle. Ich gerade nicht eine Rübe. Und wir befreien den Adler. Und suchen... Ach so, die Kelle. Der Spachtel. So, ein Treibriemen. Und eine Glühbirne. Warum es mit der Glühbirne dann da hinten ist, weiß man nicht. Oh Gott. Oh, Mist, ich hab's auf der falschen Seite. Machen wir mal so.
M wie Smith. The mirror. You must break the mirror. Na gut, dass wir noch das Brecheisen haben. Hier, Liebes, spiel doch bitte das da. Es ist Emily, sie ist schon sehr gealtert. Die Symphonie des Todes zwingt sie zum Spielen. Ich muss dem ein Ende setzen. Aber... Ach so, jetzt spielen wir das selber. You have ruined everything. I have been searching for a girl like Emily for so long. But it matters not, because I will have my revenge as soon as I can get my hands on the music of life. Huh. Thank you. Emily, thank goodness you're alive. You're not hurt, are you? Detective, you saved my daughter, and you saved your town. Thank you. Thank you for everything. You seem like such a nice boy. Tell me, child, would you like me to teach you how to play the violin? Okay, wir haben das nächste Opfer gefunden. Das war's auch schon mit Maestro Symphonie des Todes. Als nächstes ist wirklich wahrscheinlich der Junge, den wir gerade gesehen haben. Im nächsten Teil Noten der Unsterblichkeit. Naja, ich werde sehen. Das machen wir, also jetzt nicht gleich im Anschluss. Also doch. Für alle anderen schon, für mich nicht, weil ich esse jetzt erstmal Melone, guck, wie spät es ist und schaue, ob es vielleicht Zeit ist, meine Katzen zu füttern. Weil die hatten heute kein Frühstück. Weil sie nie aufessen. Und dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll und habe gesagt, ihr esst auf, sonst gibt es nichts Neues. Ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, es war sehr linear. Also du wusstest, wenn du dich nicht total doof angestellt hast, wie ich an manchen Stellen, genau was du machen musst. Du hast nicht ständig hin und her rennen müssen. Also die Szenen, die abgeschlossen waren, waren dann auch abgeschlossen. Was ich sehr gut finde. Ich finde es schrecklich, wenn du dann fünfmal zurück und du warst da eigentlich fertig, aber du musst trotzdem nochmal zurück. War hier nicht so, fand ich super. Genauso wie ich toll fand, die Übersetzung. 1A, ganz, ganz selten habe ich mal so ein gut übersetztes Wimmelbild gesehen. Normalerweise sind die ja grausam übersetzt. Also, von den Wimmelbild-Szenen reden wir gar nicht erst, aber schöner Deutsch sowieso. Oh, naja, aber... Das fand ich klasse. Ich fand die Geschichte auch gut. Die Story hat definitiv was gehabt. Es war halt leichte Kost, wie es für ein Wimmelbild halt ist. Aber so soll es ja auch sein, mal ganz ehrlich. Also, ja, ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut. Und halt, es hatte auch einen sehr schönen Übergang für den nächsten Teil. Das muss ich sagen, hat einen super Übergang für den nächsten Teil. Einer, der nicht komplett verrät, was kommt, aber trotzdem schon so kannst du spekulieren, okay, jetzt wird er benutzt und mal schauen, ob es in einer anderen Stadt genauso wird oder ein bisschen anders. Naja, mal gucken. Aber sie hat ja nicht mehr die Melodie des Todes, vielleicht macht sie jetzt irgendeinen Unsinn mit der Melodie des, also der Symphonie des Lebens. Wissen wir noch nicht. Aber ich bin gespannt. Und ich spiele es auf jeden Fall. In dem Sinne, bis dann. Tschüss.